Ein wunderschön. Das haben die Kollegen vorhin, sag ich mal, probiert zu machen. Also, da haben nur die Beine wehgetan. Da habe ich eine Salbe drauf gekriegt. Oh. Ja. Eine Salbe. Ich kann ja auch eine Salbe drauf machen, dann sollte das alles wieder in Ordnung sein. Ist so einer, der aus dem Auto gesprungen ist? Nee, der ist aus dem Helikopter gefallen, glaube ich. Oder abgestürzt. Irgendwas in die Richtung. Was machen Sie denn? Na, nennen wir es unglücklich die Tür aufgekriegt. Sie sollen doch nicht rausspringen. Mir war langweilig, ich brauche Aufmerksamkeit. Suchen Sie sich was aus. Okay. Der Selbstmord gefährdet. Ich glaube, der braucht ein paar Therapiesitzungen. Ah, nee, perfekt. Kommen Sie einfach mit. Sie kommen jetzt in die Therapie. Ja, kriege ich einen Therapiehund? Nein. Oh, okay, dann bleibe ich hier sitzen. Weil keiner die anfahren möchte irgendwie. Ich finde das immer unfair, dass andere Leute meinen Namen kennen, aber ich von den Personen nie. Tja. Mein Name ist Nia. Hallo. Wunderschön, hallo. Ich bin der Jan. Hallo, ich bin Marco. Wunderschön. Dann dürfen Sie einmal mitkommen mit uns. Juhu. Aber wie, es geht in Therapie. Das zahlt meine Krankenkasse nicht. Nicht? Nee. Ich kann mal mit der Krankenkasse auch gerne telefonieren. Das können Sie gerne machen. Haben Sie denn die Nummer von Ihrer Krankenkasse? Ist die Leitstelle. Die Leitstelle, das ist doch Rio. A few moments later. Ja, die Krankenkasse übernimmt das. Oh, yay, hey. Wir bringen sie jetzt erstmal ins Krankenhaus. Bitte. Okay. 3 hours later. So, Tür ist auslaufen. Wo tut's denn überall weh, der Herr? Also vorhin waren es die Beine, jetzt ist es der Oberkörper. Der Oberkörper. Wie ist es denn mit der Atmung? Bekommen Sie genügend Luft oder haben Sie das Gefühl, dass irgendwas drückt oder sticht? Ja, wenn ich jetzt mal hier so rumwobbel und wackel, passt das. Passt das so, okay. Vielleicht sollten Sie Ihre Weste etwas lockern, damit Sie auch besser atmen können. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich helfe Ihnen. Ah, dankeschön. Bitteschön. Ja, das ist besser. Oh, mein Telefon klingelt. Dann gehen Sie da mal ran. Absturzbruchpilot! Bitte? Oder auch Muchpilot. Muchpilot, Bruchpilot, Giordano am Apparat. Wie kann ich ihm weiterhelfen? Ich würde gerne einen Ultraschall von Ihrem Brustkorb machen. Tun Sie sich keinen Zwang an. Um zu sehen, ob Sie irgendwelche Rippenbrüche haben oder innere Blutungen. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. So, einmal vorsichtig rauskommen, der Herr. Schön langsam. Ah ja, wenn Sie das sagen. Sind Sie neu beim PD? Ein Monat. Ich habe Sie noch nie gesehen. Ich war auch noch nie im Krankenhaus. Da haben Sie aber Glück gehabt. Ja, ich bin einer von der guten Sorte. So ein Ding. Ja, nur manchmal. Also, oder Sie waren einfach nie im Dienst. Ja, nee. Oder einfach zu viel Leitstelle gemacht. Kann auch sein. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Oh mein Gott. Dann kann ich Sie ja schon mal vorwarnen. Ja. Oha. Wegen Nieren und Gallensteine. Das könnte ein bisschen. Da können Sie verbinde die Punkte spielen. Oh. Schon mal darüber nachgedacht, sich die Galle entfernen zu lassen? Ach Quatsch, das Ding ist doch eh nutzlos, das kann drin bleiben. Wir können aber starke Bauchschmerzen auslösen. Ja, Bauchschmerzen machen mehr andere Leute. Oder Übelkeit, beziehungsweise sie könnten sogar die Steine ausbrechen. Dann fange ich es halt wieder ein, wenn sie ausbrechen. Deswegen sind sie offen, Sonne. Wir können rein. Jetzt verstehe ich den Wortwitz ja auch nicht. Einmal auf die Liege, bitte. Ich helfe Ihnen. 3, 2, 1, Fettsack hoch! Oioioi. Weniger Donuts? So viele esse ich gar nicht. Der BMW-Wert ist nicht mehr im Normbereich, würde ich mal schätzen. Ey! Das finde ich Unknorke. Unknorke? Unknorke. Ich werde dir mal deine Brille, dein Schlüssel, Funkgerät, Waffen, alles abnehmen. Okay.
Wenn ich die nicht auf dem Schwarzmarkt verticken kann, kriegen sie es wieder, okay? Und was ist mit meinem Kuscheltierchen? Mein Kuscheltierchen, den stelle ich da an deinen Füßen hin, da kann er dann noch stehen bleiben, okay? Ja, okay. Okay. Dann helfe ich dir einmal aus der Weste und aus dem Oberteil raus. Mal ein bisschen hoch, komm, ja, und über den Kopf. Sehr gut. Die muss ein bisschen Sport. Ey, so fett bin ich gar nicht. Aber wenn ich da so kleiner Bauch sehe, ich da schon. Das ist mein Liebesbauch. Dein Liebesbauch? Ja. Ach so. Ich leg dir mal eine Bleischürze über deine Beine und deinen Genitalbereich. Du möchtest bestimmt irgendwann mal Kinder bekommen. Nur weil ich einen Liebesbauch habe, heißt das noch lange nicht, dass ich. Nee, egal. Das geht. Das können wir dann alles in der Therapiesitzung besprechen. So, ich will mal kurz im Nebenraum. Keine Angst haben. Ich sehe sie, kann sie hören. Wenn das ist, schreien sie ganz laut. Ah! Genau so. Bis gleich. Ich nehme dir mal alles ab, die Bleischürze. Dann einmal langsam hochkommen. Auch noch. Oh, ja. Gott. Vorsichtig runter, bitte nicht springen, nicht, dass sie im Keller landen. So, dann ihre Sonnenbrille, Funkgerät und alles weitere wieder zurück. Dankeschön. Bitte, dann dürfen Sie mitkommen. Wir gehen gleich in den Leichenraum. Ja, Leichen gucken. Ein Leichenschmaus. Ja, du darfst dich gleich dazulegen. Ja, endlich. Das Leben hat ausgedient. Ihr yes. Könnt mich alle mal kreuzweise, ich bin weg. Tschö. Kommen Sie rein. Was, das und ist der Leichenraum? Ist ja langweilig. Was meinen Sie? Das ist doch kein Leichenraum. Das war ein Scherz von mir. Zwei, drei und hoch. Frisch desinfiziert, Schwester Bertha war gerade da. Ach, die gute Bärda! Die gute Bärda! Die Bumsebärda, dass es die noch gibt. Mensch, die habe ich ja lang nicht mehr gesehen, Mensch. Kerle, nee. Was hast du mit der Bertha gemacht? Dinge. Ich gehe nicht genauer ins Detail. Also ist es. Ach, auch noch Rauchen im Krankenhaus? Was ist das denn? Nee, ich habe doch nicht geraucht. Ich habe den Klicker vom EKG abgemacht. Ah ja, mhm. Ich schließe Ihnen einmal das EKG, das Blutdruckgerät, an, sowie die Sauerstoffmessung. Das ist ja Marihuana! Marihuana? Marihuana ist kennen nicht gut da. Nee, ich kenne Marihuana. Marihuana. Sie können öfters ins Krankenhaus kommen. Was will ich denn da? Kann grad nicht, bin im OP. Was? Ich hab gesagt, die geilen Steine bleiben drin. Ich wollte die jetzt raustun. Nein! Haben Sie eine feste Bindung zu Ihren Gallensteinen? Ja, der eine heißt Hubert, der andere ist Igor, der dritte ist Brutus, das sind alles meine Freunde. Ich glaube, wir sollten echt eine Therapiesitzung führen. Ach Quatsch, das passt. Nein, ich wollte einfach nur mal gucken, wie Ihre Herzfrequenz... Ihr Ultraschallbild zeigt... Ich bin schwanger! Herzlichen Glückwunsch, das wird eine Missgeburt. Ja, eine Arschgeburt! Nice. Linke Seite, dritter Wirbel ist angebrochen. Sowie auf der rechten Seite haben sie Wirbel 4 und 5 geprellt. Was? Angebrochen? Ich brech doch keine Flasche Schnaps an und lasse dann da rumstehen. Das gibt's doch gar nicht. Die wird ja, gleich leer gemacht. Soll ich die Rippe gleich brechen, oder was? Ja, wenn, dann machen wir was richtig hier. Ich kann Ihnen noch nicht die Rippe brechen. Okay, vielleicht krieg ich's ja hin. Eins, machen Sie mal zwei, nein. Drei! Nee, bringt nichts. Machen Sie das nicht. Stellen Sie mal vor, die Rippe bricht so beschissen und sticht dann in Ihre Lunge. Dann habe ich den Salat da. Nee, Salat ist das dann nicht mehr. Dann sind Sie tot. Ja, Mensch, Sie wollten mich doch eben gerade schon in die Leichenhalle stecken. Ja, aber das ist ja langweilig, wenn Sie so sterben. Ich will Sie, wenn dann qualvoll sterben lassen. Na, hören Sie mal, wo haben Sie denn Ihre Apopopation? Ihren Doktortitel gemacht, Ihren Arzttitel. Bei Rosi in der Metzgerei um die Ecke. Ah, unten die Metzgerei, ja. die Ravenslaughter. Genau. Ach so, ja, die Ärzte kenne ich auch.
Ne, die sind super, ne? Ja. So ein Kilo Hack ist da gleich vorbereitet. Alles wird aus Hack gemacht. Hack's doch mal guten Tag. Ich hab ne Hackfresse, weil ich gerne Hack esse. Komm mir jetzt nicht mit Tofu, das finde ich doof, du. Sie müssen sich die nächsten Tage ein bisschen schonen. Krieg ich eine Krankmeldung? Negativ. Oh, schade. Also doch wieder 11 Stunden Leitstelle machen. Ich kann heulen. Nein, Leitstelle, das stehen sie ja eh nur da. Ja. Und langweil mich, weil keiner vorbeikommt und den armen Marco begrüßt. Ich war gerade da und hab die Leitstelle besucht. Ja, aber das ist auch was anderes. Da war ja die Frau White da. Ja, ich kenne sie nicht. Ich habe sie hier noch nie gesehen, der Herr. Merken Sie was? Ich war gestern den ganzen Tag im Dienst als Leitstelle eingetragen. Echt? Muss ich jetzt öfters vorbeikommen? Ich habe gestern 6 Stunden Leitstelle gemacht. Hat Spaß gemacht? Nein! Kann ich mir vorstellen. Haben Sie eine Leitstelle? Nee, wir haben keine Leitstelle. Seien Sie froh! Ja. Ich komme jetzt einmal am Tag am PD vorbei und gucke, ob du Leitstelle hast, okay? Wehe, wenn nicht! Wehe, wenn nicht. Bring mir sogar immer ein Bonbon mit. Vielleicht auch 2, bitte. Vielleicht auch 2. Hast du mein Kuscheltier mitgenommen? Natürlich, ich habe auch dein T-Shirt und deine Weste dabei. Ja, das ist ja egal, aber das Kuscheltier. Das Kuscheltier habe ich dabei. Das Juscheltier. Das Juscheltier, das Schöne, ne? Das Jute, ne? Ich mache dir doch mal eine Voltaren-Salbe hin, dass die Schmerzen an deinem Brustkorb ein bisschen vergehen. Ich bin allergisch gegen Voltaren. Du bist allergisch gegen Voltaren, dann kriegst du die Kütersalbe. Okay. Guck mal, ich mache dir das vorsichtig ein. Das ist kalt, ja. Das Kitzel. Wieso kriegst du steife Nippel? Was? Das ist... Nee. Nein. Soll ich Schwester Bertha rufen? Nee, die macht dann wieder Nippelzwirbler. Die alte Bumsebiene. Das mag ich gar nicht. Nein, bitte nicht. Okay. Ja, Bertha, ich rufe dich später zurück. Tschüss. So, Angst, Bertha? Vor ihrem Nippelzwirbler, ja. Hast du mal einen gekriegt? Nee. Ja, also. Aufstehen. Moment. Sieh dich erst kitzeln. Nein. Oh, nimm die Finger von meinen Nippeln weg. Das ist kein Spielzeug. Und dreht. Au! Gott, verdammt. Hallo Penis, schön, dass du auch noch da bist. Funktionierst einmal frei. Danke. Oh Gott. Ich wusste nicht, dass das... Tja. Jetzt hast du den Salat. Nee, jetzt hab ich den Salat. Warte mal. Okay. Jetzt ist versteckt. Huch. Es tut mir leid. Passt schon. Dein T-Shirt und deine Weste? Ah ja, danke. Bitteschön. Ja. Ich würde dann wieder zum PD fahren. Okay. Einmal mitkommen. Ah ja, dein Kuscheltier noch. Ah, wo ist es? Ja, bitteschön. Oh, danke. Herbert. Digga, die Gallensteine müssen wir mal nochmal reden. Nee. Doch. Wir sollten vielleicht nochmal über die Therapiestunden reden, die wir niemals machen werden. Doch. Nee. Muss ich dann mit dem Raven abklären. Viel Spaß. Na komm.